Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag von mir auf dem Kanal Vollkommen Gesund. Es geht heute um ein Thema, das zunächst vielleicht mal etwas kompliziert klingen mag. Das Thema betrifft uns aber alle, und zwar geht es um endokrine Disruptoren. Ich möchte erstmal erläutern, was dieser Begriff eigentlich heißt, und zwar endokrin. Damit ist das Hormonsystem gemeint und Disruptoren sind tatsächlich einfach Einflussfaktoren, die stören. Hierbei geht es zum Beispiel um Weichmacher, das in Plastik enthalten ist, oder auch einfach um Chemie, die beispielsweise in Kosmetikprodukten enthalten sind, oder auch um Pestizide, mit denen Lebensmittel gespritzt werden. Dieses Thema ist ein Riesenthema. Ich versuche, das Ganze so kurz und knapp und verständlich wie möglich natürlich für euch zusammenzufassen. Prinzipiell ist meine Message oder meine Intuition für dieses Video einfach so, euch einen Denkanstoß zu geben, um euch auch mal selber über dieses Thema zu informieren und vor allem etwas mehr Aufklärung zu schaffen, dass diese endokrinen Disruptoren einfach tatsächlich viel, viel strengeren Kontrollen unterzogen werden müssen, weil gerade auch kleine Kinder, die mit Plastikspielsachen spielen, auch Opfer dieser endokrinen Disruptoren werden und unser Hormonsystem mit wahnsinnig vielen Krankheiten in Zusammenhang steht, unter anderem auch mit Veränderungen im Körper, die zu Krebs führen können oder anderen wahnsinnig lebensgefährlichen Krankheiten. So, ich habe jetzt die Brille mal abgenommen, weil ich gesehen habe, dass das alles so ein bisschen spiegelt in diesem Ringlicht, damit ihr mich auch besser sehen könnt. Und zwar möchte ich jetzt erstmal sagen, nachdem ich schon erklärt habe, worum es sich bei endokrinen Disruptoren eigentlich handelt, wo man diese endokrinen Disruptoren denn eigentlich, und abgekürzt heißen sie ED, also ich spreche ab jetzt von ED, wo man diese EDs quasi findet. Und zwar tatsächlich auch schon auf Kassenbons, wie gesagt, im Spielzeug oder in Kosmetikprodukten. Es handelt sich hier einfach um hormonwirksame Substanzen, die unter anderem, um konkrete Beispiele zu geben, zu Unfruchtbarkeit führen können, zu Brustkrebs, zu Prostatakrebs, aber auch zu Diabetes mellitus. Und die WHO bringt noch ganz, ganz viele weitere Krankheiten mit diesen EDs in Verbindung. Also, dass diese endokrinen Disruptoren eindeutig gesundheitsschädlich sind, steht fest. Aber trotzdem sind sich Politik und Industrie einfach uneinig darüber, wie mit diesen endokrinen Disruptoren weiter verfahren werden soll. Das heißt, sollen sie gänzlich verboten werden? Sollen sie streng reglementiert werden? Oder was passiert damit? Derzeit ist es so, dass einfach noch zu sehr weggesehen wird. Diese EDs sind nicht nur in den Produkten, die ich aufgezählt habe, sondern wie gesagt auch noch in anderen Produkten und unter anderem tatsächlich in Medikamenten enthalten. Und ich finde, das ist eigentlich relativ schockierend, weil man so eine Vergiftung von diesen EDs eigentlich dann erst feststellen kann, wenn bereits Beschwerden in Form von Krankheitsbildern auftreten. Und dann legt man natürlich diese Beschwerden oftmals nicht mehr mit den Einflussfaktoren, die diese endokrinen Disruptoren im Körper auslösen können oder diese Ursachen in Verbindung. Es ist zudem so, dass auch in Infusionsbeuteln diese endokrinen Disruptoren oftmals vorhanden sind. Und es ist auch so, dass unsere Welt inzwischen aufgrund der ganzen Plastikproduktion, aufgrund dieser ganzen Plastiküberschwemmung mit diesen endokrinen Disruptoren sozusagen verseucht ist. Und diese endokrinen Disruptoren sind so klein, dass wir sie, wenn wir sie einatmen, schon auch über die Luft zu uns nehmen können. Das heißt, wenn ich mich beispielsweise für den Umweltschutz stark mache, dann mache ich mich nicht nur dafür stark, dass die Natur wieder aufatmen kann, dass die Welt sich ein bisschen regenerieren kann, dass der Klimawandel so ein bisschen gestoppt wird, sondern es geht auch darum, und das merken ganz, ganz viele Menschen einfach nicht, dass wir uns als Menschen selber versuchen zu schützen und unsere Leben, unsere Zukunft zu retten, indem wir einfach diese Zivilisationskrankheiten stoppen. Und das geht auch unter anderem nur, das sagt auch die endokrine Fachgesellschaft, wenn wir diese endokrinen Disruptoren ausrotten bzw. so stark reglementieren, dass einfach mehr und mehr weniger Personen quasi betroffen sind von diesen Auswirkungen dieser EDs. Es geht inzwischen sogar so weit, dass diese endokrinen Disruptoren tatsächlich als globale Bedrohung eingestuft worden sind. Und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist einfach wirklich Fakt. Ihr braucht es einfach nur mal in die Suchmaschine einzugeben und euch so ein bisschen einzuarbeiten. Diese EDs greifen tatsächlich in unseren Organstoffwechsel ein. Das heißt, sie bringen das ganze Hormonsystem durcheinander. Ja, wie gesagt, auch Unfruchtbarkeit kann eine Folge sein. Das heißt, sie sind tatsächlich auch an der Fortpflanzung und am Wachstum von den Menschen beteiligt. Auch am Wachstum von den Fortpflanzungsorganen, um das mal hier zu kombinieren. Aber es greift auch generell einfach in unser ganzes System ein, insofern, dass unser Hormonsystem in Form von Drüsen ja quasi Botenstoffe aussendet und das
zu dem Energiehaushalt von uns beiträgt, zu dem Hormonhaushalt von uns beiträgt und natürlich auch unseren Stoffwechsel maßgeblich beeinflusst, um das alles nochmal hier zusammenzufassen. Ja, und um das Ganze noch ein bisschen verständlicher auszudrücken, nochmal kurz zu dem Begriff endokrine Disruptoren an sich. Und zwar, es geht hier einfach und allein um Umwelthormone. Und jetzt habe ich hier was rausgesucht, und zwar, es gibt Studien, das sind Mutter-Kind-Studien mit 600 Teilnehmern, in denen deutlich wurde, dass tatsächlich Umwelthormone die Anzahl der Asthma- und Neurodermitis-Fälle erhöhen. Zusätzlich wurden bei allen Teilnehmern Rückstände von Phthalaten im Blut nachgewiesen. Ich schreibe euch dieses Wort hier mal hin. Das ist unter anderem eben auch so ein ED und auch Bisphenol, also der Weichmacher, Bisphenol A, um das hier festzuhalten. Dann kommt Dibromchlorphenol dazu und einige weitere Stoffe noch, die wie gesagt auch in Kosmetika enthalten werden können. Und gerade wir Frauen, wir schminken uns ja wirklich tagtäglich. Und da empfehle ich zwei bestimmte Apps, und zwar einmal die App CodeCheck. Checkt eure Kosmetik wirklich mit dieser CodeCheck-App und checkt eure Lebensmittel mit der ToxFox-App. Da werden auch Toxine angezeigt, unter anderem auch diese EDs. So, um jetzt einen ganzen Schritt mal zurückzutreten von dem eigentlichen Thema, geht es jetzt hier um die Geschlechterverteilung. Und zwar ist es leider Fakt, dass Frauen tatsächlich mehr unter diesen Umwelthormonen leiden als Männer. Ganz einfach, warum? Weil die Frauen natürlich ihren Hormonzyklus haben. Weil der Hormonzyklus von Frauen sehr, sehr sensitiv und auch störungsanfällig ist. Das heißt, wir kennen das alle, auch ich hatte in den letzten 4 Wochen eine Vollnarkose, weil ich eben operiert worden bin. Und hier sind einfach die Hormonzyklen von Frauen sehr, sehr anfällig. Das heißt, sie geraten schnell mal aus dem Gleichgewicht, wenn man nicht vorbeugend agiert und Mönchspfefferpräparate oder pflanzliche Phytobiotika einfach hier zur Unterstützung herbeizieht. Ja, und dann kommt es einfach schnell mal zu nachhaltigen Hormonstörungen. Und um diese ausgewogenen Hormonstörungen und diese chronischen Hormonstörungen wieder in den Griff zu bekommen, kann natürlich auch einige Zeit in Anspruch nehmen, und gerade in diesen Phasen entwickeln sich dann so schlummernde Entzündungen, die wirklich zu anhaltenden chronischen und auch lebensgefährlichen Krankheiten führen können. Ja, natürlich die Frage aller Fragen, wie kann man sich vor diesen Umwelthormonen, vor diesen EDs denn eigentlich schützen? Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, dass man tatsächlich beim Kauf von Plastikprodukten immer auf die Flasche oder auf das Produkt, auf den Gegenstand draufschaut und schaut, ob PVC-frei draufgeschrieben wurde, weil dann enthalten diese Plastikprodukte einfach weniger Weichmacher, weniger EDs, manchmal auch überhaupt gar keine EDs. Zudem kommt dann natürlich noch dazu, wie ich gerade schon angesprochen habe, dass es hier verschiedene Apps gibt, mit denen man Produkte scannen kann. Man muss ja einfach so ein bisschen nachhaltig und hartnäckig sein. Zudem ist natürlich einer der größten Faktoren tatsächlich auch der nachhaltige ökologische Anbau, weil auch im konventionellen Anbau von Obst und Gemüse ganz oft Pestizide verwendet werden, und mit diesen Pestiziden, die auch Umwelthormone enthalten, werden unsere Lebensmittel gespritzt und wir nehmen sie dann tagtäglich zu uns. Sei es in industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die natürlich nur konventionelle Lebensmittel und Produkte verarbeiten, weil es unterm Strich viel billiger ist, denkt man, aber es ist dann natürlich umso schädlicher für unseren Organismus. Also immer selber denken, Selbstverantwortung übernehmen und auch mal hinterfragen, sich die Zeit nehmen, auch einfach sich bewusst machen, dass man vielleicht für den Apfel, der biologisch angebaut wurde, so ein bisschen mehr bezahlt als für einen konventionellen Apfel, der vielleicht auch unter anderem schon gentechnisch verändert wurde. Also es geht hier gerade um diese Kleinigkeiten. Prinzipiell ist zu sagen, dass unsere Welt fortgeschritten schon sehr, sehr belastet ist. Trotzdem gibt es auch Möglichkeiten, sich einfach regelmäßig zu entgiften, Schwermetalle auszuleiten, Toxine auszuleiten. Natürlich hat unser Körper auch eigene Entgiftungsorgane, aber gerade wenn die Leber beispielsweise nicht mehr arbeiten kann, weil sie einfach schon so belastet ist, dann belastet es auch andere Entgiftungsorgane in unserem Körper, und es werden immer mehr Umweltgifte, Umwelthormone in unserem Körper angestaut. Von dem her bin ich ja persönlich so ein Riesenfan vom Entgiften, was vielen einfach immer nicht wirklich so klar ist, wo das Ganze dann hinführt oder hinführen kann, wenn man es quasi nicht regelmäßig durchführt. Aber damit wäre ich jetzt auch schon wieder durch mit diesem Thema. Ich hoffe natürlich, es waren hilfreiche Informationen für euch dabei. Schaut unbedingt auch mal nach, recherchiert über diese endokrinen Disruptoren und werdet euch darüber bewusst, dass wir momentan einfach in einer Zeit leben, wo wir vielen Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Und es klingt immer so lapidar, ja, die Krankheiten entstehen aufgrund von Umweltbelastungen, aber was soll denn das sein? Ja, ach, den Smog, den ich einatme, oder vielleicht, wenn ich nicht regelmäßig lüfte, irgendwelche Schimmelsporen oder so aus dem Kühlschrank. Aber unsere ganze Umwelt ist mit unsichtbaren
wie soll ich sagen, ja, belastenden Faktoren einfach schon verseucht. Ich möchte jetzt hier auch nicht den Teufel an die Wand malen, vielleicht kommt es jetzt dem einen oder anderen so vor, aber ich möchte einfach nur Bewusstsein schaffen und dazu anregen, dass man die Augen offen hält und sich einfach selber um sich kümmert und so ein bisschen nachhaltiger und langfristiger einfach denkt, für sich und auch für die Umwelt. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal auch wieder. Macht es gut. Ciao.